Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Arbeitszeiten der Beschäftigten sind zu dokumentieren, und zwar der Anfang, das Ende und deren Dauer. Das sagt nicht nur die Linke, sondern sagt letztendlich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Mai letzten Jahres. Aktuell werden Hunderttausende Beschäftigte um ihren Lohn geprellt, weil die Arbeitszeiten nicht richtig dokumentiert werden. 1 Milliarde unbezahlte Überstunden allein 2019 und die Jahre davor sah es nicht besser aus. Wie lange will denn die Bundesregierung diesen unhaltbaren Zustand noch akzeptieren? Und ich habe ja mittlerweile begriffen, dass die Mühlen des Parlaments bisweilen langsam mahlen, aber nach 10 Monaten ist immer noch keine Gesetzesinitiative in Sicht. Das Einzige, was in Sicht ist, ist die Aufführung des nächsten GroKo-Theaters. Der vorherige Akt in diesem Theater war die Grundrente. Uns allen gut in Erinnerung. Die Union hat blockiert, monatelanger Streit, und raus kam lediglich ein Minikompromiss. Und jetzt beim Thema Arbeitszeit ist es so, das SPD-geführte Arbeitsministerium hat zum Urteil letztendlich ein Gutachten in Auftrag gegeben, hat es dem Ausschuss für Arbeit und Soziales auch zur Verfügung gestellt und hat klar festgestellt, es gibt gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Und was macht das CDU-geführte Wirtschaftsministerium? Gibt auch ein Gutachten in Auftrag, mit dem gleichen Ergebnis im Übrigen, und enthält den gewählten Parlamentariern monatelang vor. Erst durch massiven Druck ist es gelungen, dass wir dieses Gutachten zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist ein inakzeptabler Vorgang für diesen Parlament. Und es wird jetzt nicht besser. Jetzt verweigert sich das Wirtschaftsministerium auch noch der eigenen Empfehlung des eigenen Gutachtens und schreibt, es kommt zu der Einschätzung, dass kein zwingender Handlungsbedarf vorliegt, sondern vielmehr die Höchstarbeitszeiten anzupassen sind. Ja, meine Damen und Herren von der Union, es ist wirklich absurd, und es ist Politik auf dem Rücken der Beschäftigten. Hören Sie doch endlich auf, sich wie auf dem Wochenmarkt zu benehmen, so nach dem Motto, tausche Arbeitnehmerschutz gegen mehr Flexibilität. Hier wird die Gesundheit der Beschäftigten aufs Spiel gesetzt. Überlange Arbeitszeiten machen krank und genauso zu kurze Ruhezeiten. Das sagt die Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz. Permanent quatscht die Union, sie sei die Mitte und mache Politik für die Mitte. Ja, sind 40 Millionen Beschäftigte vielleicht keine Mitte? Und permanent stellt sich die Union als Partei dar, die den Rechtsstaat durchsetzen will. Aber mit EU-Recht umsetzen ist nicht, oder wie? In bester Andreas-Scheuer-Manier stellt man sich hin und sagt, was interessiert mich das Geschwätz des Europäischen Gerichtshofs? Keiner von uns hat gesagt, dass wir es nicht. Und an die Adresse der gesamten Großen Koalition sage ich ganz deutlich, wir brauchen keine tariflichen Öffnungsklauseln und wir brauchen keine Experimentierräume. Das Arbeitszeitgesetz ist hochflexibel. Und wer das bestreitet, hat von der betrieblichen Realität keine Ahnung. Ich war 17 Jahre lang Gesamtbetriebsratsvorsitzende mit unterschiedlichen Standorten, und an keinem dieser Standorte ist irgendein Produkt nicht produziert worden oder irgendeine Arbeit nicht erledigt worden aufgrund des Arbeitszeitgesetzes. In der europäischen Arbeitszeitrichtlinie steht, und ich zitiere, die Verbesserung von Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer stellen Zielsetzungen dar, die keinen rein wirtschaftlichen Überlegungen untergeordnet werden dürfen. Schreiben Sie sich das endlich hinter die Ohren, setzen Sie endlich den Auftrag des Europäischen Gerichtshofs um, und um nichts anderes geht es in unserem Antrag, um nichts anderes. Denn jede Stunde Arbeit und jeder Arbeitnehmer zählt. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte.